Gute Pilzfreunde, willkommen bei einem neuen Video aus dem Wald. Das letzte Mal, als wir im Wald waren, ist schon ein bisschen her. Das war noch letzten Winter. Also checkt gerne mal unsere Pilze-Playlist ab. Und ja, jetzt Anfang September, Herbst, es geht jetzt richtig ab. Ja, Freunde, wir haben es heute abgesehen auf unter anderem Steinpilz natürlich. Eigentlich so der geilste Pilz im Wald. Sowas wie Hexenröhrlinge oder Birkenpilze, Rotkappen. Hoffentlich finden wir was. Wobei wir einen haben, einen hat der Kai schon gefunden, JT direkt zwischen uns in der Mitte. Genau, vielleicht sieht man im Hintergrund die Birke und hier die Farnsträucher, die viel Feuchtigkeit im Boden versprechen. Und ja, jetzt haben wir hier den ersten Birkenpilz gefunden, steht neben mir. Geiles Teil. Und hier hinten, ja gut, sieht man jetzt nicht, steht auf jeden Fall noch ein weiterer. Ihr wisst ja, auch mit den Steinpilzen, wenn da irgendwo einer rauskommt, sind gern noch ein paar andere in der Nähe oder stehen direkt beieinander. Geiles Ding, ne? Ja, also Pilzsonar anmachen. Pilzsonar ist wie immer am Start. Genau, und hier bitte die Stelle abdecken, nicht vergessen, mein Freund, ne? Ja. Sonst rufe ich die Bullen. Hast du was? Also ich bin der Meinung, das ist ein Steinpilz. Ne, also man sieht klar, dass er einen rauen Stiel hat, also ein Raufuß ist. Und der Baum dazu steht dahinter, die Birke. Ah, oh, hab ich gar nicht gesehen. Chef. Ja, hier hat es auch viele Rotfußröhrlinge. Auch ein Speisepilz, aber den sammeln wir mal heute nicht. Weil wir hoffen noch, dass wir unsere erlaubte Menge mit Steinpilzen voll machen. Oh! Jede Menge Filzröhrlinge hier in dem Nadelwald. Vom Rotfußröhrling bis zum falschen Rotfußröhrling. Ziegenlippen haben wir schon gefunden. Alles vertreten. Ja, Freunde, der Pilz hier, den finden wir aktuell hier auch sehr, sehr viel im Nadelwald. Ich hole ihn mal raus. Das ist der Perlpilz. Auch ein Speisepilz. Man muss jedoch einige Sachen beachten, da er einige giftige Doppelgänger hat und leicht zu verwechseln ist. Also zum einen ist es wichtig, dass hier dieses Häutchen, wenn man da mal drunter schaut, bei älteren Exemplaren hängt das schon sowieso runter. Das muss klar gerieft sein, also müssen Rillen drin vorkommen, ist hier der Fall. Außerdem ist ganz wichtig, somit das wichtigste Merkmal, er muss röten. Man sieht bei Verletzungen, rötet das Fleisch überall und deswegen heißt er unter anderem auch rötender Wulstling. Speisepilz hat jedoch oft das Problem, wie auch hier schon bei diesen ganz jungen Exemplaren, dass er total vermadet ist. Also sehr begehrt bei den Maden. Lassen wir heute mal stehen im Wald. Ich wollte jetzt nur einmal zeigen, weil wir es ja wie gesagt auf die Steinpilze abgesehen haben. Hoffentlich kommen sie noch. Oh, shit. Ja, hier ein Fund, der mich gerade besonders freut. Ich glaube, es ist die erste Marone dieses Jahr, die ich finde. Oder die wir finden. Oh ja. Schön hier aus dem Moos raus. Zu erkennen an einem schönen kastanienbraunen Hut. Dann auch eine schöne Braunfärbung am Stiel. Und schöne gelbe Röhren, die auf Druck blau werden sollten. Jawohl. Das ist ein toller Speisepilz, ein richtig leckerer Röhrling. Der kommt mit. Ja, die besten Stellen hier bis jetzt im Wald sind immer diese Übergänge zwischen den kleinen Waldabschnitten. Da kommt ein bisschen Licht rein und hier sind auch ganz viele bemooste Hügel und die sind doch sehr, sehr pilzreich. Ah, hier ist auch noch was. Das weiß ich an den Pilzen, das ist Goldschimmel. Der befällt überwiegend die Rotfußröhrlinge. Also da muss man deswegen auch ziemlich aufpassen, wenn man die sammeln will. Der Schimmel ist oftmals gar nicht so direkt zu erkennen. Gut, da war es jetzt eindeutig, aber manchmal sehen die eigentlich schon oben ganz gut aus, haben aber schon weiße Schimmelansätze unten an den Röhren, also da echt aufpassen. Auch ein sehr interessanter Pilz.
auch gerade viel zu finden hier. Das ist ein guter Anzeiger dafür, dass es feucht ist im Wald. Das klebrige Hörnchen. Ja, hier ist noch ein interessanter Fund. Einen, der uns hoffen lässt. Wir haben ja jetzt den Pfefferröhrling gefunden. Unterscheidet sich doch eindeutig vom Rotfußröhrling, hat einen helleren Hut, sehr gelbes Fleisch und macht seinen Namen alle Ehre. Wenn man ein bisschen probiert. Schmeckt richtig pfeffrig, ist scharf. Wenn man Pilze probiert, auf jeden Fall wieder ausspucken, nicht runterschlucken. Pilze sind nämlich roh eigentlich immer giftig, auch die Speisepilze. Der Pfefferröhrling ist ein richtig guter Anzeiger für Steinpilze. Also in der Nähe Augen aufhalten, weil sie ziemlich genau die gleichen Bedingungen benötigen. Und ja, bekannterweise, wie wir auch in unserem letzten Video gesagt haben, ist es ja oft der Fall, dass ein Fliegenpilz nicht in unmittelbarer Nähe, aber in der Nähe von Fliegenpilzen auf jeden Fall auch Steinpilze stehen. Und man sieht hier auch, hier ist so eine kleine Schneise. Hier ist sehr, sehr viel Moos, der ein oder andere Farnstrauch kommt raus, also hier ist viel, viel Feuchtigkeit. Und ich bin begeistert von der Anzahl und der Vielfalt der Pilze, die hier sind. Damit hätte ich auf keinen Fall gerechnet und ich würde sagen, ich zeige euch nochmal einen kleinen Schmankerl. Kommt mal mit. Birkenpilzprofi. Das war jetzt aber nicht beabsichtigt. Ach so. Das war auf dem Weg zum Schmankerl. Hey, Stelle abdecken. Leute, also wir sind so nah dran an dem Steinpilz, das gibt's gar nicht. Es muss gleich knallen. Hier haben wir jetzt den dritten von den drei besten Steinpilzanzeigern. Ich riech kurz dran. Bingo. Riecht extrem nach Gurke. Manche sagen, es riecht nach Mehl, aber ich finde, es ist Gurke. Der Mehlriesling kann man auch essen, sollte man aber sehr, sehr vorsichtig sein, muss man sich sehr gut mit auskennen, weil er auch giftige Doppelgänger hat. Aber es muss jetzt hier mal ein Steinpilz kommen, Leute. Jetzt ist die Bedingungen scheinen perfekt. Das ist ein Steinpilz. Ist soweit, Freunde. Ja, Mann. Der erste Steinpilz. Es macht so Bock. Wir sind vielleicht 20 Minuten unterwegs und es geht übertrieben ab. Ich habe echt gedacht, wir haben ein absolutes Scheißjahr an Pilzen. Nach dieser dreckigen Dürre da. Im Garten sieht es übrigens auch entsprechend aus. Aber Steinpilz. Ich habe auch schon geguckt, ob hier welche sind. Aber ich habe nur diesen einen hier gefunden. Der Boy ist ein bisschen alleine. Aber Single-Dasein hat ja auch seine Vorteile. Sprichst du das aus Erfahrung, oder was? Ja. Ah, guck mal hier. Guck mal hier. Ah, da kommt der Nächste. Da kommt der Nächste. Und jawoll. Der erste Steinpilz. Heute Abend wird fett gekocht, da habe ich so Bock drauf. So, was haben wir denn da? Es leuchtet verdächtig rot. In der Wiese. Eine schöne Rotkappe. Und diesmal nicht an der Birke. Mega. Hab richtig Bock heute Abend was Geiles zu kochen, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr am liebsten mit diesen Pilzen anstellt. Vielleicht habt ihr da ein mega geheimes Rezept, was wir noch nicht kennen. Und dann probieren wir das mal aus. Papi Chulo! Er ist noch fest. Sehr gut. Oh, das sieht schön aus. Ja. Ja, schon ein bisschen mitgenommen, schon ein bisschen angeknabbert, aber ein richtiger Phallus. Und hier. Bitte, was? Und hier drüben kommt auf jeden Fall schon
Brüderchen, Schwesterchen. Wieder schön eingepackt. Ja, die zwei Kollegen haben wir jetzt mittelbar in der Nähe von diesem Mehl-Riesling gefunden. Also Leute, die Natur ist manchmal doch etwas berechenbarer, als man denkt. Und ja, wir suchen auf jeden Fall weiter. Wo steht der Korb? Da hinten. Ja, hier auch eine Megastelle. Ich zähle 1, 2, 3, 4, 5, 6 direkt beieinander. 7. Oh, 7, stimmt, direkt vor mir. Allerdings sind alle total zerfressen, ausgehöhlt, wie hier. Also, der Tierwelt schmecken Steinpilze auch ziemlich gut. Was ein geiles Teil. Der sieht doch richtig gut aus, oder? Boah, perfekt. Perfekt. Der hat auch einen schönen Bauch. Ja. Ganz rein weiße Röhren, also echt top Zustand, ganz fest. Super. Ja, und daneben steht direkt noch einer. Ja, und wieder hier, wenn man mal so, zeigen euch das mal. Sehr viel Moos. Überall. Doch meistens so ein bisschen lichter, ne? Also nicht so ganz dunkel wie mitten im Wald. Ja, das sieht man ja auch an der Hutnaut. An der, genau. Hut. Ist recht dunkel. Dass die dunkel sind, das heißt, die bekommen viel Licht. Die, die gerade rauskommen, die sind ja noch so richtig hell, wie wir eben bei den zwei Jungen gesehen haben. Ja. Klein, aber fein. Und vielleicht mal eine kurze Info. Es gibt ja Leute, die sich beschweren, wenn man dann die kleinen Pilze mit aus dem Wald nimmt. Aber das ist eigentlich nicht weiter schlimm, eher noch sinnvoll, weil die kleinen Pilze sind die Pilze, die sowieso gefressen werden. Von den Tieren logischerweise. Und die großen Pilze, das sind eher die Pilze, die aussporen und damit halt, damit im nächsten Jahr wieder Nachwuchs, sag ich mal, damit wieder Pilze wachsen einfach. Deswegen scheut euch nicht und nehmt auch die kleinen Pilze mit. Jetzt halt nicht so groß wie ein Stecknadelkopf, lasst die noch drin, kommt lieber in 2-3 Tagen vorbei. Aber ansonsten kann man die bedenkenlos mitnehmen. Und direkt daneben haben wir hier auch wieder einen Perlpilz. Gilt bei uns eigentlich nicht als Anzeiger für Steinpilze, aber in Nordamerika ist es in der Literatur zu lesen. Also so ganz falsch ist es bei uns auf jeden Fall auch nicht. Das hier wird wahrscheinlich mal ein Pantherpilz. Ein giftiger Doppelgänger vom Perlpilz. Machen wir mal einen kurzen Check. Also im Gegensatz zum Perlpilz rötet er nicht bei Verletzung und daher können wir den Perlpilz schon ausschließen. Falscher Alarm. Hier ist so eine kleine Lichtung und hier stehen so 3-4 Birken und sofort ist hier ein sehr schöner großer Birkenpilz und 1 Meter weiter rechts direkt die nächsten beiden. Das ist Wahnsinn. Eine Goldgrube. Ja, die Birkenpilze lassen wir jetzt erstmal stehen. Wir hoffen nämlich noch ein paar Rotkappen zu finden bei den Birken. Rotkappen sind doch ein bisschen schmackhafter, haben eine bessere Konsistenz, sind halt aber auch leider seltener. Da steht eine. Oh, du, guck mal, fast draufgetreten. Da sind sie. Da steht auch eine, da steht auch eine, da hinten steht eine. Freunde, jetzt haben wir einen Hotspot. Jetzt geht's hier richtig ab. Und ich zähle jetzt mal. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Hinter dir mal ganz links. Bisschen weiter. Da. 8. Also ist krass. Jetzt ganz vorsichtig, damit wir mit den fetten Elefantenstiefeln keine kaputt latschen. Geiles Teil. Übelst geil. Eine zum Mitnehmen und eine bleibt hier. Die anderen Pilzsammler wollen ja auch noch was finden.
Hier haben wir jetzt noch einen Täubling. Ist auch noch fest, aber schon ziemlich angefressen. Sieht von oben ein bisschen aus wie ein Fliegenpilz. Wie eine Marone. Also gut, ja, weil er jetzt Punkte. Auch ganz kastanienbraun. Der Wieselsteinpilz. Was laber ich? Wieseltäubling. Also ich bin gerade echt ein bisschen sprachlos und etwas aufgeregt, Leute. Gerade bei dieser Stelle, wo wir die vielen Rotkappen hatten, haben wir sehr viele stehen gelassen. Jetzt sind wir ungefähr 50 Meter weitergelaufen. Die nächste Wahnsinnsstelle. Also wir fangen jetzt hier mal an. Und ein sehr schönes Exemplar. Und dann gehen wir gleich mal über diese kleine Wiese hier drüber. Wenn der Kai jetzt mal drüber schwenkt, sieht man, glaube ich, noch nichts im hohen Gras. Aber ich kann euch versprechen, da geht es richtig ab. Also, ich habe ein bisschen Puls. Beruhige dich bitte, Daniel. Die sind eigentlich so selten und jetzt ist ja alles voll damit. Schön hier die Schüppchen, der Raufuß am Stiel. So ähnlich wie beim Birkenpilz. Genau, ist eine, wie so eine Gattung, ja. Im Unterschied dazu aber, bei der Rotkappe, die Huthaut geht über die Poren, die Röhren drüber. Beim Birkenpilz quillen die Röhren nachher unten raus. Und bei Verletzung sollte der blau werden. Dauert vielleicht einen Moment. Hier unten sieht man es, da ist er blau. Hier ist die Wiese mit den Rotkappen. Und als ich den Daniel gefilmt habe, ist mir was ins Auge gefallen. Oh shit. Nicht drauf treten. Hier ist ganz gefährlich, hier ist heißes Pflaster. Muss aufpassen, dass man hier die Anzahl an Rotkappen oder was hier steht, generell an Pilzen nicht platt trampelt. Und hier habe ich einfach noch einen dicken Stony gefunden. Nee. Sondern. Guck mal den Stiel an. Birke. Hat kein Netz, es hat Flöckchen. Ja. Also Schüppchen. Aber werden Birkenpilze, haben die Form? Sieht echt sehr ähnlich, ja. Von weitem so, die, so knubbelig. Er hat den Pilz kaputt gemacht. Das ist eine Rotkappe. Siehst du, weil jetzt, wie ich eben erklärt habe, die Huthaut hängt über. Ah ja. Und deswegen ist es eine Rotkappe. Also schon sehr verdächtig ähnlich. Ja. Hier haben wir noch einen zerfressenen, wahrscheinlich grasgrünen Täubling. Lass mir mal stehen. Ach du Scheiße. Ja, das habe ich eben gesagt. Es ist alles voll. Da, da, hier drei Stück. Fette Dinge. Und hinter dir auch. Ach du. Hier stehen ein paar kleine. Alter. Ich mach mal einen kleinen Flug. Das ist alles voll. Da hinten stehen noch richtige Bellos. Eieiei. Also Leute, Instagram könnt ihr auch mal abchecken. Blenden wir euch mal unseren Channel ein. Das ist ja nicht mehr normal. Das ist ja nicht mehr normal. Alter Schwede. Alter Schwede. Also da können wir aber wirklich ohne schlechtes Gewissen ein paar mitnehmen. Wie wunderschön die sind. Schöne Marone. Ja Leute, jetzt haben wir nochmal den Standort gewechselt. Sind mal einen guten Kilometer weitergegangen, raus aus dem Nadelwald. Jetzt hier in Buchenhain-Buchenwald. Und sogar hier auch Steinpilze. Hier auf so einem Weg. Mega, ey. Mega, mega. Sind auch gut? Ist ein bisschen Schneckenfraß dran, aber sonst tipptopp. Hier ist auch gerade der nächste. Der ist noch ganz schön. Das ist auch einer. Der ist aber schon zu sehr zerfressen. Ja, wir haben es ja schon gezeigt. Rotkappe, Birkenpilz, zwei Raufüße. Und jetzt haben wir hier noch einen dritten Raufuß gefunden. Ich hole mal gerade ein Blatt vom Baum. Wir stehen hier bei einer Hainbuche, sieht man hier an den gezackten Blättern.
Und hier stehen sie. Die sehen jetzt wirklich aus wie eine Mischung. Hut wie ein Steinpilz, Stiel wie ein Birkenpilz. Auch weiße Röhren. Und auch ein geiler Speisepilz. Und hier das Merkmal von dem, wie man ihn auch vom Birkenpilz unterscheiden kann, wenn man die Bäume nicht kennt. Der wird schwarz, wenn man den verletzt. Der Birkenpilz verändert die Farbe nicht. Hier habe ich jetzt noch einen geilen Täubling gefunden. Grünfarben oben auf dem Hut. Ich weiß gerade nicht genau, wie er heißt. Das ist bei Täublingen nicht immer ganz so einfach. Aber die Lamellen gehen auf jeden Fall nicht kaputt, wenn man drüber fährt. Was ja für einen Frauentäubling spricht, einen sehr guten Speisepilz. Den nehmen wir mal mit nach Hause und gucken uns den mal genauer an im Pilzbuch. Ich mache mal eine Kostprobe, weil bei Täubling kann man ja probieren. Und wenn sie mild schmecken, sind sie auf jeden Fall essbar. Ja, also der ist mild, ist nicht scharf, ein essbarer Täubling, der kommt mit. Und dann hier zwischen den Wurzeln im Baum. Chef! Boah, wie geil. Der wird heute Abend mal ein Vino aufgerissen drauf. Ein schöner Lucchesi. Ähnliches Bild wie vorhin, wieder so eine Lichtung, so eine kleine Fahnen, viel Moos und Batz. Vor mir drei Stück Steinpilze und zwar eine sehr tolle Größe, nicht zu groß, nicht zu klein. Hier ist Nummer 1, hier drüben ist Nummer 2, schön dunkler Hut und hier der ist der dritte im Bunde, stehen also wieder mal alle beieinander. Ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir so viel Steinpilze heute finden. Wir haben genug gesammelt. Also wir sind echt übertrieben zufrieden. Wir putzen die ganzen Pilze jetzt hier noch im Wald. Dann haben wir den Dreck nicht daheim. Ist auch gut für die Natur, wenn die Pilzreste hier im Wald bleiben. Ja, an alle da draußen, die sich nicht mit Pilzen auskennen, habt keine Angst davor, wir auch nicht. Wir haben uns das angelesen. Nächste Woche sind wir zum Beispiel wieder auf einer Pilzwanderung. Man kann immer wieder was lernen. Kauft euch Bücher oder schaut einfach, ja, Videos. Genau. Auf jeden Fall geht auf Nummer sicher. Wenn ihr einen Pilz nicht kennt, nehmt ihn nicht mit. Nur wer sich ganz sicher ist, ich habe mir hier zum Beispiel auch noch mal eine Hausaufgabe mitgenommen. Hier diese Pilze, die kenne ich jetzt nicht. Kennst du den? Nein. Ich habe oft gesehen heute, aber... Genau, deswegen habe ich mal interessiert, was das für einer ist. Und dann nehme ich mal ein paar mit. Oder wir nehmen ein paar mit, gucken daheim mal ins Buch, was das ist. Haben wir wieder was dazugelernt. Es gibt zum Beispiel auch Apps, Pilzbestimmungs-Apps. Die sind aber dann auch schon mit Vorsicht zu genießen, glaube ich. Ja, vor allen Dingen sind die ja nie 100%. Die schlagen ja dann auch immer so 2, 3 vor. Und dann kannst du ja einen aussuchen. Genau, weil es ist halt auch einfach so. Und oft ist auch ein Bestimmungsmerkmal einfach ein Baum, der daneben steht, dann kann die App nicht sehen. Oder auch, wie sieht die Basis vom Pilz im Boden aus? Das kann die App auch nicht wissen. Also da vorsichtig sein. Ja, es gibt ja viele Leute, die schneiden den Pilz ab. Aber so wie ich es gelernt habe, sollte man den Pilz rausdrehen, weil das halt zur Bestimmung noch wichtig ist. Und gerade bei so Pilzen wie den Steinpilzen ist hier oft richtig viel von einem guten Stiel im Boden genau, drin. Ja. Wenn man dann hier abschneidet, hat man natürlich auch viel verschenkt vom guten Pilz. Das kommt noch dazu. Ja, ich denke mal, wir haben genug gequatscht. Wir hoffen, euch hat die kleine Pilztour gefallen. Für uns die erste Pilzwanderung dieses Jahr gemeinsam zumindest. Und schreibt mal gerne in die Kommentare auch, wie es bei euch zu Hause mit den Pilzen aussieht, in euren Wäldern. Wir sind jetzt hier gerade im hohen Westerwald. Da hat es einiges mehr geregnet als bei uns. Verrat den Leuten noch nicht, wo wir Pilze sammeln, du Vollidiot. Ja, kannst du ja mal Westerwald googeln, was da für ein großes Gebiet kommt. Ja. Also auf jeden Fall im Westerwald hat es viel mehr geregnet als bei uns in der Region um Limburg. Also wenn es bei euch zu trocken ist, wechselt einfach mal das Gebiet. Und dann habt ihr auch bestimmt Erfolg. Und wir drücken euch die Daumen, dass ihr auch feuchtes Wetter habt und viele sprießende Pilze diesen Herbst. Macht's gut. Haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video.